Jo, weiter geht's mit Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind auf der Route 4. Wir sind noch nicht durch diesen Mondstein. Wir haben keinen Mondstein gefunden. Nicht, dass ich mir doch noch ein Pokémon aus. Anderes Pokémon aussuchen muss. Erstmal finden wir hier 5 Pokébälle. So, ich guck mal gerade, ob wir hier noch was haben. Ja, hier ist noch einer. Ein Paraheiler. Denn heute erkunden wir Azuria City. Das ist zumindest der Plan an der Sache. So, wie das Item da oben, da kommen wir nicht dran, ne? Ne, kommen wir nicht dran. Schade. Okay. Gucken wir noch hier. Habitat Kaffee, ja. Was haben wir hier? Radfratz brauchen wir auch nicht. Und dann haben wir noch Pokémon, die wir noch nicht haben. Auch Rittern haben wir. Scheinbar sieht es nicht so aus, als hätten wir da irgendwie was. Was uns. Was wir noch nicht haben. So, in die Hülle oben kommen wir noch nie rein. Da kommen wir jetzt gar nicht ganz spät rein. Dementsprechend sind wir jetzt das erste Mal in der Azuria City. Und ich suche jetzt erstmal das Pokémon-Zit auf. Oh, hier wurde etwas. Der Brunnen, der sieht cool aus, ja. So, jetzt suchen wir erstmal das Pokémon-Zentrum auf. Weil hier haben wir auch wieder eine Arena, aber die werden wir auch noch nicht in dieser Folge heute anschneiden. Sondern erstmal gucken wir uns ein bisschen in der Stadt um. Weil es gibt noch ein bisschen was zu tun hier. So, dann gucken wir mal gerade. Was wir hier noch so. Moment, mein Pokémon-Team muss ich mal kurz eben noch umbauen. Das Pipi werde ich mal kurz eben rausnehmen. Wo ist es denn? Ach, da unten. So. Und jetzt wollen wir mal das Pikachu trainieren. Weil Pikachu. Dann auf jeden Fall auch. Eigentlich den nächsten Arena-Kampf antreten darf. So, bewegen. Einmal vorne damit hier. Weil ich bin noch nicht sicher, ob es nehmen soll. So, okay. Dann haben wir das auf jeden Fall drin. Und wir gucken uns jetzt mal ein bisschen in der Stadt um hier. Es ist der Brunnen von Azuria City. Er bringt Glück. Es heißt, wenn man zusammen mit seinem Pokémon Geld hineinläuft, festigt man seine Bindung zu ihm. Gegenüber vom Supermarkt wächst ein Strauch, sodass man nicht auf die andere Seite kommt. Angeblich soll es dort, soll es noch einen anderen Weg dorthin gehen. Ja, angeblich, genau. Du hast eine Pokémon-Enzyklopädie? Klingt nach einem schönen Zeitvertreib. Die Leute sagen, dass der Mann in dem Haus da Farid aus der ganzen Welt sammelt. Okay. Guck mal, Elektroball. Los, Elektroball, setze Ultraschall ein. Komm schon, Elektro, tu, was ich sage. Scheinbar gehorcht es dir nicht. So, auf jeden Fall decken wir uns erstmal wieder ein bisschen mit Items ein, weil, wenn ich ehrlich bin, ist für Zeit. Auf jeden Fall nehme ich erstmal Tränke ohne Ende mit. Also 11 Stück habe ich jetzt dabei. Was haben wir denn noch so? Was kann ich beeilen? Gegengift. Ein Paraheiler können wir gebrauchen. So. Was haben wir noch? Aufwecker, da brauchen wir nicht so viele. So, dann haben wir das so auch durch. Okay, sehr gut. Dann haben wir ein bisschen an Items noch uns dazu geholt. Je mehr Arena-Leiter du besiegst und Orden du hältst, desto mehr Items stehen dir zum Kauf zur Verfügung. Das ist ein Zeichen dafür, dass du als starker Trainer übrigens anerkannt wirst. Kennst du Sonderbonbons? Im Laden habe ich keine gesehen, aber damit soll man den Level eines Pokémons auf einen Schlag erhöhen können. Genau so ist es.
So. So, 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 so. Dann gucken wir uns, was wir hier so haben. Gestern habe ich in meinem geliebten Pipi den Kopf gestreichelt. Ganz ausgiebig, mit beiden Händen. Vermutlich war ich damals etwas so energisch. Plötzlich hatte es nämlich etwas ganz krauses, aufgebauschtes Fell auf dem Kopf. Aber als ich es weitergestreckt habe, sah es irgendwann wieder aus wie vorher. Okay. Pipi. Und warst du für mich mal so ein Mülleimer? Nein, kein. Es ärgert mich gerade, dass ich keinen Mundschein halt gefunden habe bisher, ne? Ich muss tatsächlich nochmal suchen, wo ich einen finde. Ich werde das dann auf jeden Fall bei Offscreen machen. Falls ich hier die Möglichkeit habe. So, die haben wir schon bequasselt hier. Ne, Moment, beim Fahrradladen wohl noch nicht. Ich reite gerne auf Pokémon, aber Fahrräder sind auch cool. Ich freue mich zwar immer, es gibt eine Fahrräder zu sehen, aber der Fahrradmaniac ist eine totale Quasselschrippe. Ist meine Fahrradsammlung nicht der Hammer? Ich lasse dich nicht mit ihnen fahren und sie dienen auch nicht zum Verkauf, aber du darfst sie dir so lange anschauen, wie du willst. Warum betreibst du einen Fahrradladen, wenn du es sowieso nicht verkaufst? Naja, egal. Er wird schon wissen, warum. Was ist denn Bisasam? Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Jetzt, wo Bisasam richtig fit ist, würde ich jetzt gerne den Opfer eines erfahrenen Trainers ergeben, der schon etliche Pokémon gefangen hat. Ich weiß ja nicht. Komm wieder, wenn du mindestens 30 Pokémon gefangen hast. Dann reden wir nochmal drüber. Warte mal. Hab ich nicht eins? Wie viel habe ich denn gefangen jetzt mittlerweile? Gefangene Art um 19. Okay. Die Frage ist, ob es die einzelnen Arten gibt oder ob es die Menge sind. Ich hab, na gut. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen. Und wieso haben wir sowieso kein Teammitglied? Das ist eigentlich wirklich egal und ich hab's ja auch schon. Nur sehr begabte Trainer können sich Orden verdienen. Wie ich sehe, gehörst du bereits zu dieser Gruppe von Trainern. Möchtest du, dass ich dir etwas über die Orden erzähle? Ich weiß das eine oder andere über sie. Nein, möchte ich nicht. Du kannst mich aber jederzeit besuchen, wenn du mehr über die Orden erfahren willst. Das kriegen wir sowieso später im Laufe des Spiels auch erfahren. So, wenn ich es richtig noch aus dem Originalspiel kenne, liegt hier hinten ein verstecktes Sonderbonbon. Warte mal, brauche ich gar nicht gucken. Das müsste das hier sein. Weil normalerweise ist das hier irgendwo mal versteckt ein bisschen. Also in Rot-Blau-Gelb ist es jedenfalls so. Wir haben jetzt das zweite mittlerweile. Ich werde jetzt die Sonderbonbons erst später einsetzen. Waren wir noch nicht. Was haben wir hier? Ups. Immer diese Vorteile. Ich wurde vorhin an der Tür vom Pokémon-Supermarkt gestoppt. Und das nur, weil ich mein kleines Nixielein dabei hatte. Ha! Mein Nixielein ist so gut trainiert, dass es von alleine sein Pokéball geht, wenn wir ein Gebäude betreten. Ja, stimmt, wenn die Pokémon zu groß sind, dann hüpfen die alleine rein. Was hast du für ein Haus, damit das da reinpasst? Nix. Ja, was hat's denn Onix? Ein Nixielein. Naja. Aber Onix ist cool. Wenn ich bin. So, da haben wir hier, was haben wir hier? Was wäre bist du denn? Bei den Leuten in diesem Haus wurde eingebrochen. Zeugenaussage zufolge gehört der Täter zu Team Rocket. Und die Opfer des Einbruchs zu schützen, wird sich momentan nicht bei einem Radfahrtsumgehen passieren. Okay, dann sind wir hier eigentlich tatsächlich sogar schon durch. Weil ich glaube, dann haben wir auch eine zugerüstete Idee. Warte mal, obwohl, komm, soll ich schon die Arena heute machen? Ich weiß es noch nicht, ob ich die Arena machen soll. Ich würde es hier gerne noch ein bisschen trainieren. Ja, ich trainiere noch ein bisschen. Komm, wir machen sie komplett, komm. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Warte mal, wie sieht das Team aus vom Level her? Ja, es wird zu früh eigentlich, ne? Ich kriege jetzt Pikachu maximal auf Level 13. Doppelteam möchte ich es lernen. So.
So, dann haben wir das Ding auch durch. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt mittlerweile von der Zeit her sind. Aber jetzt sind wir mittlerweile bei 11 Minuten dran mal. Viel haben wir noch nicht geschafft. Heute haben wir uns unser Zug City ein bisschen angeguckt. Aber ich würde sie gerne halt... Ich würde halt gerne die Arena mal anschneiden. Ich frage jetzt aber, ob wir überhaupt reinkommen. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Kennst du Misty, die Arena da drin von Zur Zürich? Sie ist immer ziemlich stark. Deshalb darf ich leider einen Trainer mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Nur deine eigene Sicherheit. Wenn du gegen die Arena da drin antreten möchtest, muss ein Pokémon zeigen, was mindestens Level 15 erreicht hat. Ja, hab ich. Ich wusste es. Du hast schon so ausgesehen, als hättest du ein Pokémon vorzuweisen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Dann hält dich nichts mehr davon ab. Dann können in der Arena von der Zürich City auf die Probe sich stellen. Gib alles. Aber wenn ich ehrlich bin, komm, wir machen das in der nächsten Folge, weil jetzt irgendwie sich die Arena noch reinzudrücken, das macht jetzt keinen Sinn. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder dann bei Let's Play Pokémon Blitzko Evoli und dann schauen wir uns in der Arena um. Bis dann, tschüss.